Jo Leute, willkommen zu diesem neuen Video, zu diesem Top 5 Video. Heute stelle ich euch Top 5 Fußballvereine in Deutschland, die abgestürzt sind. Manche hat es nicht so hart erwischt, aber manche hat es schon hart erwischt. Viel Spaß beim Video. So, fangen wir auch gleich an mit der Nummer 5 und zwar der FSV Frankfurt. Vor 2 Jahren noch in der zweiten Bundesliga. Ist eigentlich auch eher unerwartet abgestiegen. Und ein paar Jahre davor war man sogar auf Platz 4 in der zweiten Bundesliga. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber auf jeden Fall, ja. Vor 2 Jahren sind sie aus der zweiten Bundesliga. Haben die da gespielt. Sind am Ende dann als Tabellen 17. abgestiegen. In die dritte Liga. In der dritten Liga ging es eigentlich dann nur noch bergab. Man hat wegen so einem Insolvenzantrag oder wie auch immer das heißt, 9 Punkte abgezogen gekriegt. Die wären aber auch ohne den Punkteabzug abgestiegen, denn sie hatten am Ende der Saison 25 Punkte. Hätten sie trotzdem keine 9 Punkte abgezogen gekriegt, hätten sie 34 gehabt. Aber die wären trotzdem als Letzter in der dritten Liga abgestiegen, weil vor ihnen die Amateure vom ersten FSV Mainz 05 waren. Die hatten, glaube ich, 40 Punkte oder so. Und heute spielt der FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest. Und da sind sie auch im Abstiegskampf. Ihnen droht der dritte Abstieg in Folge. Man spielt eigentlich noch schlechter als letzte Saison. Und zwar verlor man nämlich Anfang der Saison 6:0 gegen den FC Astoria Waldorf. Naja, gestern konnte man sich rächen. Und zwar gewann man da 2:1. Hat aber auch nicht viel gebracht. Und man hat übrigens auch ein Testspiel gegen die Würzburger Kickers. Weiß nicht mehr, wann das war. Auch so vor 1-2 Jahren. Keine Ahnung. Auch 6:0 verloren. Also bei FSV Frankfurt geht's gerade richtig bergab. Und ja, vielleicht können sie sich noch retten. Vielleicht nicht. Aber der Aufstieg in die dritte Liga, das werden die nicht schaffen. Safe nicht. So, und die Nummer 4. Der SC Paderborn hat so eine ähnliche Geschichte erlebt wie der FSV Frankfurt. Bloß, dass es bei Paderborn jetzt gerade richtig gut läuft. Und zwar sind sie Herbstmeister in der dritten Liga. Aber was davor geschehen ist, das war nicht so geil. Und zwar in der Saison 2013-14 sind sie in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und dann, was, 2013-14? Denk schon. Und dann 2014-15 aus der Bundesliga wieder abgestiegen, obwohl sie nicht so schlecht waren. Die waren eigentlich ganz gut. Dann sind sie 2014-15 jetzt. Ja, das war das, sind sie aus der ersten Bundesliga als Letzter abgestiegen. Dann hat man in der zweiten Liga gespielt. Da spielte man noch schlechter als in der ersten Liga. Da hatte man sogar noch weniger Punkte. Okay, eigentlich waren es 3 Punkte weniger. Ist auch wieder als Letztes in die dritte Liga abgestiegen. Und hat übrigens gegen Sandhausen 6:0 verloren. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. In der dritten Liga, letzte Saison 2016, 2017, da ging es auch erstmal bergab. Die hatten dann kurz vor Ende so eine Siegesserie, wo man ein bisschen zurück, ja, da hat man auch schmerzhafte Niederlagen kassiert, wie zum Beispiel das 6:0 gegen Sportfreunde Lotte. Naja, man konnte sich rächen, sogar zweimal. Einmal gewann man dann das Rückspiel 3:1 in der dritten Liga und dann im Verbandspokal
gewann dann das Finale gegen Sportfreunde Lotte auch mit 3 zu 1. Und ja, Paderborn wäre ja eigentlich aus der dritten Liga abgestiegen, da aber die 60er, also 1860 München, die aus der zweiten Liga das Relegationsrückspiel gegen Jan Regensburg verloren hatten, damit in die dritte Liga eigentlich abgestiegen wären, haben für die dritte Liga dann keine Lizenz erhalten, weil, glaube ich, der Investor oder so von 1860 München er nicht zahlen wollte. Dann sind die 60er runter in die Regionalliga und Paderborn durfte in der dritten Liga bleiben. Ja, nochmal Glück gehabt. Die Chance haben sie genutzt. Denn jetzt sind sie Erster. Ja, gerade eben haben wir über die 60er geredet. Und das ist die Nummer 3. Ja, der TSV 1860 München, die hat's auch erwischt. Und zwar sind die letzte Saison aus der zweiten Liga abgestiegen. Das habe ich ja vorhin beim Paderborn-Thema angesprochen und mussten zwangsabsteigen, weil sie ja keine Lizenz für die dritte Liga hatten, mussten sie zwangsabsteigen in die Regionalliga Bayern. Da läuft es aber gut. Da ist man Erster und ist wieder auf Aufstiegskurs. Naja, man verlor aber ein wichtiges Spiel. Und zwar im Derby gegen die Amateure vom FC Bayern verloren die 60er trotzdem mit 1 zu 0 in der Hinrunde. Ja, die sind ja auch Herbstmeister in der Regionalliga Bayern gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also die werden wahrscheinlich wieder in die dritte Liga aufsteigen. Außer es wird doof und sie kassieren in der Aufstiegsrelegation solche doofen Niederlagen wie gegen Buchbach, Augsburg 2 oder Wacker Burghausen oder FC Bayern München 2 eben. Ja, dann wird es natürlich nichts mit dem Aufstieg. Aber ich glaube trotzdem, dass die 60er es schaffen und womöglich auch nächste Saison in der dritten Liga auch wieder in die zweite Liga aufsteigen. Ja, machen wir weiter mit der Nummer 2. So, wir machen weiter mit der Nummer 2 und zwar mit Energie Cottbus. Der ostdeutsche Fußballverein aus der Regionalliga Nordost. Ja, die waren nicht immer in der Regionalliga. 2014 spielten sie in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, die waren sogar kurz davor in der ersten, keine Ahnung. Die spielten auf jeden Fall in der zweiten Liga, sind dann in die dritte abgestiegen und 16, glaube ich, oder 15, in die dritte Liga abgestiegen. Doch, die sind, glaube ich, dann direkt, Quatsch, die sind, glaube ich, 2014 in die dritte Liga runter, haben dann 2000, ja, sowas, 2015 haben sie da gespielt und 2016 sind sie unerwartet in die Regionalliga Nordost gestiegen, war sogar Erster Anfang der Saison, ist trotzdem abgestiegen. Ja, und dann, ja, war man letzte Saison, glaube ich, in der Regionalliga Nordost, war man, ja, Zweiter, glaube ich, hinter Jena, aber jetzt spielt man eine Top-Saison und ist Erster in der Regionalliga Nordost. Hat jetzt auch schon 50 Punkte oder so, haben auch noch kein Spiel verloren und wahrscheinlich werden sie auch in die dritte Liga wieder aufsteigen. So, tut mir leid, dass auf der 1 nicht Tasmania Berlin ist, sondern es ist die Spielvereinigung Neckar Elz, oder
wie auch immer man das ausspricht. Ja, die waren eigentlich mal ganz gut. Jetzt geht's auch wieder. Also wir sind, die sind, glaube ich, 2015, 16 oder so. Auf jeden Fall sind sie erstmal, waren sie ganz gut, waren Meister in der Oberliga, weil es auch nicht mehr waren mit 82 Punkten oder so. Da ist man die Regionalliga Südwest aufgestiegen, ist dann aber, glaube ich, ja, irgendwann wieder abgestiegen. Und dann ging es einfach nur noch bergab. Mal sogar, also letzte Saison haben sie in der Oberliga gespielt, sind auch abgestiegen, hatten dann über 100 Gegentore, vielleicht sogar über 200. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Man hatte am Ende nur 8 Punkte, glaube ich. Am Ende der Saison, ich verarsche hier niemanden. Wie schon gesagt, man verlor einmal zweistellig, also 10 zu 1, glaube ich. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Und ja, Neckarelz ist dann also nochmal abgestiegen in die ja, regional, in die Verbandsliga oder so. Und ich glaube, ja, zwar ist, glaube ich, die Verbandsliga. Und ja, da ist man jetzt auch im Abstiegskampf. Und ja, so ähnlich wie der F wie oder so wie dem FSV Frankfurt droht der Neckarelz oder Neckarelz der dritte Abstieg in Folge. Das war's mit dem Video. Ciao.